Und damit okay, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich sitze gerade, ich glaube, auf dem günstigsten Motorrad, das ich in meinem Leben je gefahren bin. Aber ich glaube, das ist auch eins der Motorräder, zu denen ich bisher am häufigsten gefragt wurde. Ey Slutty, was hältst du eigentlich von der Suzuki, wie man hier unschwer erkennen kann, GS500e? Für alle, die es nicht wissen, was das ist so wahrscheinlich so eins der günstigsten Motorräder, die man sich für A2 kaufen kann. Ziemlich sicher sogar. Das Motorrad hat exakt 48 PS. Das war gelogen, das Motorrad hat nämlich 46 PS. Hey, die gar nicht mal so schlecht gehen an der Stelle. Hat einen 500 Kubik großen Zweizylinder und ist arschgünstig. Also die Maschine hier zum Beispiel hat 700 Euro gekostet mit 35.000 Kilometern auf der Uhr. Und oh Junge, das ist ja geil. Oh, okay, ich fange erstmal ganz von vorne an. Das Ding ist super. Super angenehm zu sitzen. Ich fange ja immer an mit der Sitzposition. Also ich sitze hier sehr aufrecht. Die hat jetzt auch irgendeinen anderen Lenker drauf. Frag mich nicht. Ja, das ist lila, das gibt 5 PS, wurde mir gesagt. Und das spürt man auch direkt. Und man sitzt hier wirklich sehr, sehr angenehm drauf. Also die Sitzbank ist ultra weich. Ja, die Lenkerposition jetzt hier mit dem anderen Lenker wahrscheinlich auch, ist sehr angenehm. Da wäre ich schon von einer guten Moto Guzzi überholt. Die würde ich mir erholen, wenn hier nicht 60 wäre. Ja, würde ich die kurz verblasen. So, aber auf jeden Fall ist das Ding sitzmäßig absolut komfortabel. Also es ist super dünn hier am Tank. Aber das gibt eigentlich ganz witziges Gefühl. Wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man sitzt auf dem Fahrrad. Also kein Scheiß. Wenn ich jetzt hier... Oh Junge, das ist ja so geil. Also ich hoffe, ihr seht das. Ihr könnt das in der Kamera immer erkennen. So ist immer relativ schwierig rüberzubringen. Aber das Ding ist ja die übelste 125er, das ist ja mega geil. Das ist ja einfach nur geil. Schau, ich fahr wirklich so, ich fahre so gerade, okay. Ich glaube, es ist so viel Spaß, eigentlich schon lange nicht mehr. Fahr gerade, Kurve. Das ist ja geil. Okay, also wie gesagt, ich pack das nicht. Es ist ultra angenehm, hier drauf zu sitzen. Es ist wirklich super bequem. Und genau, Baujahr ist das Ding, glaube ich, 1992 rum, sowas, oder 91, bin mir dann nicht ganz sicher, aber weit vor 2000 auf jeden Fall. Hat auch noch einen Vergaser, jetzt gucken wir mal. Hey, sogar Schalten ohne Kupplung. Hey, und wie geil das klappt. Hey, wie geil. Also man muss natürlich, jetzt werden alle sagen, boah, was ein Kackstuhl, aber man muss sich überlegen, für Leute, die wirklich absolut kein Budget haben und was richtig Spaßiges haben wollen, was Zuverlässiges, Alter. Killer. Und also ich sag mal so, Kurvenlage. Ich fahre da vorne jetzt eine Kurve mal 10 km/h schneller, ja. Hier ist übrigens 240 erlaubt, also fahren wir jetzt 10 km/h schneller. Dafür müssen wir 3-4 Mal runterschalten. Also, ey, das ist so witzig. Wo man wirklich mit anderen Motorrädern kämpfen muss, dass die in die Kurven gehen, richtig, sich richtig zwingen muss. Also ich zeig's euch wirklich eine Hand und zack. Das ist so ein Witz, wie handlich sich das Ding ist. Ah, das ist unfassbar geil. Warum die so handlich ist, ist ganz einfach. Das Ding wiegt wahrscheinlich nicht so viel. Und die Reifen, die hier drauf sind, das ist der Hauptpunkt, sind super schmal. Also die sind so auf 125er Niveau. Ich glaube, der hat sogar hinten 130er drauf und vorne wahrscheinlich ein 100er oder 110er oder sowas. Und das macht es einfach mega agil. Ja? Also dazu das Fahrwerk, alles ist natürlich super weich. Also man sieht das leider nicht, aber ich kann hier wirklich, ich kann hier Trampolin draufspringen. Aber man muss immer sehen, 700 Euro, ja, 700, und das ist sogar noch eine teure GS, also es gibt wirklich GS, die kriegt man voll hinterhergeworfen. Oh, und ich glaube, ich hatte in diesen, obwohl ich jetzt echt nicht schnell gewesen bin, ja, also wirklich nicht schnell gefahren bin, ich glaube, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß im legalen Bereich, also hier mit, wie mit diesem Ding gerade. Aber oh, die Bremsen, die sind ja, oh Gott, die sind ja richtig am Ende, also okay. Wenn man irgendwie eine Bremse von einer Z900 zum Beispiel gewohnt ist, die wirklich gut ist, und dann steigt man hier drauf, wir machen gleich mal eine Vollbremsung. Hier machen wir eine Vollbremsung von 50. Achtung! Boah, ist das scheiße. Also die Bremsen, die suchen ihresgleichen, ja? Also das ist schon krass. Das ist schon heftig. Das ist ein geiler Bock. Ja, ich habe so viel Spaß. Das ist halt kein Scheiß. Man kann mich mit so einfachen Dingen glücklich machen, wie mit so einem Motorrad. Wir machen natürlich auch gleich 0 auf 100, ganz klare Sache. Dann, was hier rauskommt, das will ich unbedingt wissen. Also so lang ist er gar nicht mal. Es war jetzt hier bergauf und das passt nicht. So, und jetzt gehen wir mal hier ein bisschen in die Kurve.
Junge, ich habe hier mit mehr Vertrauen in der Kurve als mit 90% der anderen Motorrädern. Ohne Witz. Und ich fahre die jetzt seit 2 Minuten. Das macht ja Laune. Das macht ja so eine Laune. Das ist ja voll geil. Also erstmal in den Spiegeln sehe ich übrigens richtig viel, weil die vibrieren quasi null. Also quasi vibrieren die kein bisschen. Mein Gott, was erzähle ich sonst immer? Okay, was sieht man auf dem Display? Was sieht man auf dem Tacho? Display, okay, sorry. Wir haben auf jeden Fall einen Kilometerzähler, wir haben einen Tripzähler, der ist krass. Wir haben die Drehzahl und die Geschwindigkeit, beides analog, ist okay. Dann haben wir hier ein paar Kontrolllichter, einmal für Öl, für den neutralen Gang, ob man hier blinkt gerade und ob man das Fernlicht anhat. So den Standard, schätze ich mal. Ach, geiles Ding. Aber wir schauen es uns auf jeden Fall gleich von außen an. Ich, ganz ehrlich, ist möglich, dass so ein Ding irgendwann auch mal in meiner Garage steht. Weil so günstig kriegt man sonst nicht so viel Spaß. Da ist ja teurer, ein paar Mal in den Freizeitpark zu gehen. Ja, und mit dem Ding lässt sich sogar richtig gut cruisen. Wir fahren jetzt mal im sechsten. Also okay, im sechsten unten rum. Da vibriert sie doch ein bisschen durch den Zweizylinder. Aber jetzt hier im fünften mit 70 und raus beschleunigen. Hallo, sie beschleunigt sogar echt gar nicht mal so schlecht. Hallo. Ah, nicht schlecht. So, da vorne stellen wir uns jetzt mal an den Rand. Und da checken wir dann mal, was wir hier für ein Monstrum haben. Das ist nämlich wichtig zu wissen. Oh. Geil. Das macht so eine Laune. Also Hinterradbremse ist gut. Oh, riecht ein bisschen nach Benzin, würde ich schon sagen. Nee. Also, hier ist das Kackfass. Also optisch braucht man sich nicht streiten, weil so schön ist er nicht. Ist aber auch scheißegal. Ganz ehrlich, es interessiert nicht, wenn man eben einfach dieses Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, das unschlagbar ist. Also wie gesagt, unschlagbar. Außerdem kann man auf diesem Motorrad meine Lieblingsreifen fahren. BT45, der geilste 125er Reifen. Ich habe den binnen damals gefahren. Perfekt, mega geil. Ja, sonst ist ja eigentlich alles original, außer natürlich der krasse Lenker und die Lenker hinten, die, wie gesagt, also Lenker 5 PS, Lenker hinten nochmal 300 PS. Sonst ist eigentlich, glaube ich, sogar alles original. Die kriegt einige Umbauten noch, dieses Motorrad, für günstiges Geld. Da kann man nämlich so viel reinklatschen, das ist geisteskrank. Ja, also optisch, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber streiten. Optisch ist das einfach nur ein Meisterwerk. Okay, und auch soundtechnisch absolutes Meisterwerk. Man hört aber also die Ansaugung oder den Vergaser hört man echt laut. Also es ist so ein, du weißt, okay, oh, ich habe da einen schönen Strich gezogen. du weißt, okay, da ist Kraft dahinter. Ah, ist das geil, ist das geil. So, und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was schafft dieses Meisterwerk an Ingenieurskunst, was ist wirklich, es macht richtig Laune, das Ding zu fahren. Von vor, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, das wäre Baujahr 92, dann von vor 26 Jahren, das Ding kriegt fast ein H-Kennzeichen. Was schafft das in heutiger Zeit noch auf 100? Wie schnell ist das auf 100? Ich glaube, das Ding ist nicht mehr langsam. Also natürlich jetzt auch diese Tacho-Tests und so weiter, was ich hier mache, das ist natürlich alles mit Toleranz und so. Also ich messe hier nach Tacho, ja, das kann nicht so genau sein, aber um einen groben Wert zu haben, also... Zack, Alter, es geht aber wirklich schnell. Hey, das Ding ist wirklich nicht langsam, ne? Das ist echt nicht so schlecht. Also auch vom Gefühl her. Ohne Witz jetzt, also ich bin eine CBR 500R gefahren, die ja leistungstechnisch auf dem gleichen Level ist. Und die hat sich gleich auf jeden Fall, wenn nicht sogar schlechter angefühlt von der Beschleunigung. Ohne Scheiß jetzt. Krass, und das Ding ist, das ist also wenn man so ein Ding fährt, ich habe echt ein Dauergrinsen im Gesicht, ich kann das gar nicht abstellen. Aber wenn man so ein Ding fährt und man muss nicht grinsen, ganz ehrlich, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Das ist ja sowas von geil. Und es ist wirklich das günstigste, zuverlässigste, also günstigste und zuverlässigste kombiniert, A2-Motorrad, das es gibt. Also vielleicht so eine CW500 von Honda, die ähnlich aufgebaut ist, die spielt da vielleicht auch noch mit in die Karten rein, aber also die GS500e ist wirklich ein Hammer. Also wie gesagt, was Spaß angeht, Killer. Und nee, klar, sieht das Ding hässlich aus und so. Es ist doch völlig irrelevant, wie was aussieht. Ja? Ich kenne Leute, die mit dem Ding
ich schwör's euch, die verblasen jeden von euch mit diesem Ding. Ja. Weil wenn man es kann, dann kann man es, dann ist es kackegal, was für Motorrad man hat, ja. Da verblasst man auch Leute auf einer R6 oder so, ja, die nämlich absolute Kacknoobs sind, oder auf einer R1 oder so, ja, dann braucht man nicht mehr als sowas. Es ist einfach so. True Story, Bro, an der Stelle, ja. So, absolut geil. Bockt. Bockt richtig. Vor allem das Getriebe schaltet halt noch richtig, richtig gut dafür. Boah, die Bremse, Alter, die ist echt scheiße. Dafür, dass das Ding so alt ist. Oh, das macht so Laune, hey. Das macht ja so einen Spaß. Ich pack's nicht. Ey, ohne Witz, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Ich sag's euch. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Ist ja mega geil. Jetzt guck mal hier. Zack, 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 zack. Wenn man damit Slalom macht, ja, da braucht man gar nichts machen. Man bleibt quasi gerade und macht einfach zack, zack, zack. Jetzt auch ohne Witz, schon mal Slalom hier. Zack, 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 zack. Moin. Übel geil. Und im Top-Speed wird das Ding wahrscheinlich so um die 160, 170, 180, wahrscheinlich echte 170 liegen. Aber das ist auch eher relevant. Ohne Witz, bei so einem Motorrad, für so viel Geld oder wenig Geld, in so einer, mit so einem Spaßfaktor, scheißegal, ehrlich. Scheißegal, wie schnell das ist, weil es macht Laune. Ja. Krass, krass. Also, ich hoffe, einige von euch, die vielleicht denken, oh fuck, Motorradfahren ist so teuer, und die jetzt dieses Video gesehen haben, schaut mal in Mobile rein, ja, an dieser Stelle Werbung für Mobile. Nein, Spaß, keine Werbung. Doch, Werbung für Mobile. Mobile, gebt mir bitte dafür Geld, ich mache hier Werbung für euch. Nee, also schaut durch mal auf eine Auto- oder Motorradplattform, ja, Verkaufsplattform eurer Wahl, von mir aus auch eBay Kleinanzeigen, solange ihr euch da nicht vergewaltigen lasst, und gönnt euch mal so ein Ding, ohne Scheiß. Wenn ihr denkt, okay, Motorradfahren ist echt teuer, mit sowas hier ist es definitiv nicht mehr teuer. Es ist wirklich so. Es ist einfach nur geil, es macht einfach nur Laune. Einfach cool. Und ganz ehrlich, jetzt, wenn ihr so eine Kombi anhabt wie ich hier mit Knieschleifern, hier, die schon da und da ein paar Macken hat, die Knieschleifer natürlich voll runtergefetzt, und dann kommt ihr mit so einem Kackstuhl zu irgendeinem Motorradtreff da draußen, ich schwör's euch, ihr seid der King dieser Veranstaltung. Es ist einfach so. Ich zerstöre gerade ein bisschen Reifen, aber das nimmt mir der Besitzer sicher nicht ab. Der, dem dieses Motorrad gehört, das ist der Bike Life Pictures. Von dem packe ich euch auch mal den Link zu seinem Instagram-Account in die in die Videobeschreibung. Schaut den, checkt den gerne mal ab. Und lasst ihm auf jeden Fall ein Follow auf Instagram da, weil mit so einem geilen Moped, ganz ehrlich, hat man das verdient. Weil das macht schon Laune. So, in dem Sinne sage ich auch vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich an diesem Kunst-Technik-Produkt. Und wenn ja, dann genau, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, Ade, Wasche, ciao, Kakao.